Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, es soll gehen um Trends und Entwicklungen im Input-Management. Wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, sieht man einfach, dass sich das Kommunikationsverhalten der Kunden mit den Unternehmen wandelt. Wo früher noch der normale Geschäftsbrief, später das Fax war, sehen wir heute massiv die E-Mail. Aber wir sehen auch Webportale, wir sehen soziale Medien, wir sehen mobile Endgeräte. Mit diesen neuen Kanälen kommen aber auch wirklich neue Herausforderungen. Die Kommunikation ändert sich. Es ist nicht nur ein anderes Medium, es ist letztendlich auch eine andere Art zu kommunizieren. Letztendlich irgendwo ist alles schneller. Wenn ich heute eine E-Mail schreibe, erwarte ich von dem Unternehmen auch sehr schnell eine Antwort. Wesentlich schneller, wie ich das bei einem Geschäftsbrief erwarten würde. Noch extremer wird das natürlich im Bereich mobile Endgeräte. Wenn ich da irgendwie über eine Chat-Funktionalität kommuniziere, erwarte ich natürlich auch sehr, sehr schnell eine Rückmeldung. Natürlich die neuen Medien, alles im Endeffekt elektronisch heute. Aber auch die Inhalte ändern sich. Wenn ich einen Geschäftsbrief heute schreibe, der ist anders geschrieben wie eine E-Mail. Eine E-Mail ist in der Regel informeller geschrieben. Da ist nicht so viel Kontext mit dabei. Das heißt, wenn ich solche Inhalte automatisch verarbeiten will, ist das auch eine deutlich höhere Herausforderung wie in diesem klassischen Bereich. Das soll der Inhalt meines Vortrags sein. Ich möchte im Wesentlichen auf die vier neueren Kanäle, sprich die E-Mail, sprich Webportale, sprich soziale Medien und mobile Endgeräte, ein bisschen an Beispielen verdeutlichen, wo hier heute die Herausforderungen im Input-Management liegen. Fangen wir mal mit der E-Mail an. Wahrscheinlich kennen Sie das Szenario, es schreibt irgendein Kunde an eine Firma, in dem Fall ist er unzufrieden, er kündigt auch aus diesem Grund, diese Frau Krüger. Und dann kennt jeder diese automatischen Eingangsbenachrichtigungen. Sehr unpersönlich, einfach sehr geehrter Kunde, wir haben die E-Mail erhalten und wir melden uns irgendwann mal. In der Regel führt das eher zu Frust bei den Kunden. Also das ist nicht das, was man wirklich als Kundenservice letztendlich erwartet, weil was bringt mir diese E-Mail groß? Idealerweise würde ich eigentlich so eine E-Mail als Kunde erwarten. Ich möchte irgendwo persönlich angesprochen werden. Ich möchte sehen, okay, das Unternehmen hat verstanden, was ich von ihm will. Es geht hier um eine Kündigung. Ich sehe auch noch das Datum, wann das eingegangen ist. Und ich kriege irgendwo einen genaueren Hinweis, wie es jetzt weitergeht. Wann höre ich von dem Unternehmen? In welcher Form werden die sich um mich kümmern? Und letztendlich sehe ich wirklich, die haben mich verstanden. Das ist, was ich heute als Kunde letztendlich erwarten würde. Und das natürlich auch möglichst zeitnah. Das heißt, direkt nach Versenden der E-Mail möchte ich möglichst zeitnah auch solche intelligenten Eingangsbestätigungen erhalten. Was ist erforderlich, um sowas zu realisieren? Wenn ich letztendlich eine E-Mail habe und möchte so eine Eingangsbestätigung automatisch generieren, muss ich natürlich den Inhalt der E-Mail analysieren, automatisiert. Das heißt, ich muss erst mal rausfinden anhand von entsprechenden Schlüsselworten, anhand der Anhänge, die eventuell mit in der E-Mail drin waren, um was geht es überhaupt? Was will der Kunde von mir? In dem Fall hier geht es um eine Abrechnung, es geht um eine Kontoänderung. Ich möchte weiterhin aber auch feststellen, in dem Fall hier an Schlüsselwörtern, der Kunde ist unzufrieden. Die ganze E-Mail hat irgendwo einen Beschwerdecharakter. Das heißt, dann muss ich eventuell schneller reagieren. Ich muss auf den Kunden eingehen, wenn ich diesen Kunden halten will. Also wirklich ganz wichtig für die Kundenbindung, auf solche Dinge auch einzugehen. Ich habe natürlich die Metadaten, die mit jeder E-Mail kommen, sprich die E-Mail-Adresse, das Datum, wann das Ganze einging. Idealerweise kann ich mithilfe der E-Mail-Adresse auch den Kunden identifizieren. Ich habe in meinem CRM-System diese E-Mail-Adresse hinterlegt, aber das kann ich nicht garantieren. Kunden ändern heute sehr häufig ihre E-Mail-Adressen. Die E-Mail-Adressen enthalten auch häufig nicht den Namen des Kunden. Das heißt, manchmal kann ich überhaupt nicht anhand der E-Mail-Adresse feststellen, wer mir überhaupt hier schreibt. In diesem Fall muss ich natürlich auch die E-Mail analysieren und hier schauen, okay, da unten steht der Name und damit einen Abgleich mit meinem CRM-System machen, um rauszukriegen, wer hier überhaupt etwas von mir will. Und in dem Fall von der Kontoänderung brauche ich natürlich auch noch diese relevanten Daten, was ist eigentlich die neue Kontoverbindung, Bankverbindung, um das letztendlich in meinem CRM-System ändern zu können. Ich kann diese Daten einer automatischen Analyse nutzen, um eine intelligente Eingangsbestätigung zu schicken, aber ich kann damit natürlich noch deutlich mehr machen. Das heißt, wenn ich weiß, um was es geht, wenn ich klassifiziert habe, es geht um eine Kündigung, es geht um eine Adressänderung, dann kann ich natürlich diese E-Mail im Unternehmen automatisch zuordnen dorthin, wo sie hin muss. Das heißt, in die richtige Sachbearbeitung, in die Abteilung, die sich zum Beispiel um die Kontoänderung kümmert. Und das komplett automatisiert. Ich möchte danach den Inhalt, den eigentlichen Geschäftsvorfall, der mit dieser E-Mail verbunden ist, bearbeiten. Auch hier möchte ich Unterstützung haben. Ich möchte nicht Inhalte aus der E-Mail nochmal abtippen. Ich möchte nicht die Kontodaten nochmal abtippen. Ich möchte diese Analyseergebnisse hier direkt letztendlich für die Bearbeitung dieses Sachverhalts verwenden.
Und last but not least möchte ich natürlich dem Kunden auch antworten. Nicht nur eine intelligente Eingangsbestätigung, auch nach Durchführen des Geschäftsverfalls erwartet der Kunde eine Rückmeldung von mir. Und hier kann ich natürlich auch die Inhalte der automatischen Analyse dazu nutzen, um sehr effizient Antwortvorschläge zu generieren, die ein Sachbearbeiter im Idealfall nur noch checken muss, ob das passt und abschicken muss. Das heißt, selber gar keine Arbeit mehr hat, wirklich diese E-Mail zu formulieren, weil das System letztendlich schon mit einem entsprechenden Vorschlag das richtig getroffen hat. Und dann natürlich idealerweise, wenn das Ganze als E-Mail reingeht, erwartet der Kunde sehr typischerweise auch hier eine Antwort als E-Mail. Ist noch nicht in allen Branchen gang und gäbe, gerade im Versicherungsbereich. Die tun sich gerade mit diesem Ausgangskanal E-Mail auch aufgrund von rechtlichen Randbedingungen, sage ich mal, heute noch sehr, sehr schwer. Einfach mal ein Beispiel, wie so eine Oberfläche aussehen kann für so ein intelligentes E-Mail-Management-System. Das heißt, ich sehe hier auf der rechten Seite letztendlich einen Antwortvorschlag, der von dem System automatisch generiert wurde. Die ganzen blauen Felder sind letztendlich Variablen, Platzhalterfelder, die idealerweise aus der Analyse automatisch gefüllt wurden, sodass der Sachbearbeiter sich hier eigentlich gar nicht drum kümmern muss. In dem Fall wäre nur noch ein rotes Feld vorhanden, wo letztendlich wirklich der Sachbearbeiter den Inhalt eintragen muss. Ansonsten hat er hier keine Arbeit, diese E-Mail zu formulieren, kann sie letztendlich einfach dann abschicken. In dem ganzen linken Bereich sieht man eben die Funktionen, die ich hierzu noch verwenden kann, entsprechende Textbausteine, die ich hier einfügen kann, um diese E-Mail noch weiter zu individualisieren, um zu sehen, wenn hier gewisse Anfragen von dem Kunden in der E-Mail waren, die vielleicht durch diesen Antwortvorschlag noch nicht abgedeckt sind, durch diesen automatisch generierten Antwortvorschlag, kann ich eben hier als Sachbearbeiter zusätzliche Textbausteine mitverwenden. Soweit zur E-Mail. Weiteres Thema Portale und in dem Sinne auch heute Self-Service, ganz großes Thema. Idealerweise soll der Kunde gar keine E-Mail mehr schreiben, der soll auf ein Portal gehen, sich dort einloggen und die Adressänderung selber vornehmen letztendlich in dem Portal. Ganz großes Thema heute. Das heißt, dass letztendlich ein weiterer Eingangskanal wirklich im Input-Management für die Unternehmen, letztendlich diese Webportale. Jetzt kann ich dort vielleicht formularbasiert einfach eine Kontoänderung durchführen, indem ich meine neue Bankleitzahl und die entsprechende Kontonummer eintrage. Aber für viele Geschäftsprozesse ist es auch erforderlich, dass ich Dokumente einreiche. Auch denkbar über so ein Portal, über eine entsprechende Upload-Funktion, könnte ein Kunde ein Dokument einreichen. Nehmen wir zum Beispiel Krankenversicherung, Leistungsabrechnung, Schadensmeldung. Ich muss eine entsprechende Rechnung mit einreichen, damit dieser Geschäftsvorfall abgearbeitet werden kann. Könnte ich über das Portal tun. Idealerweise wird das Dokument dann weitergeleitet im Input-Management an entsprechende intelligente Dokumentanalysesysteme, die auch hier wieder den Inhalt dieses Briefs automatisch analysieren, feststellen, es geht wirklich um eine Rechnung, eventuell noch den Betrag auslesen, Rückschlüsse hier auf den Geschäftsprozess machen etc. Es kann sein, dass vielleicht für dieses Dokument auch ein entsprechender Anhang noch erforderlich ist, dass dieser Geschäftsvorfall überhaupt abgearbeitet werden kann. Im Moment sitzt der Kunde vor dem Portal. Idealerweise findet diese Software rein automatisiert mehr oder weniger in Echtzeit heraus, dass hier noch ein Anhang fehlt und kann dann dem Kunden natürlich auch über das Portal direkt eine Rückmeldung geben. Sagen, Achtung, lieber Kunde, wir können diesen Vorfall noch nicht bearbeiten, weil das Dokument, was du mir eingereicht hast, das ist in dieser Form noch nicht ausreichend. Ich brauche auch noch Formular XY dazu. Reicht das bitte auch noch ein? Hier eben ganz wichtig, dass man automatische Systeme hat, die wirklich diese Dokumentanalyse durchführen können und hier wirklich dem Kunden direkt dieses Feedback geben können. Anders muss ich ihn eventuell später wieder auf einem anderen Weg kontaktieren. Dann sitzt er nicht mehr vorm Portal. Ich muss ihm eine E-Mail schreiben, eventuell einen Postbrief schicken. Alles mit deutlich höheren Kosten für das Unternehmen verbunden, als hier den Kunden direkt dazu zu bringen, wirklich alle Informationen zu liefern. Weiteres Thema, soziale Medien. Heute alle reden über Facebook, Twitter und alle anderen bekannten sozialen Medien. Sicherlich in vielen Branchen mehr oder weniger noch Zukunftsmusik, aber trotzdem eine Herausforderung. Ich will es hier mal an einem Beispiel rausstellen. Thema Beschwerdeerkennung. Ich meine, früher haben sich vielleicht die Kunden beschwert einfach in einem Geschäftsbrief. Das hier ist ein Brief zu einer Schadensmeldung, Hochwasserschaden. Und irgendwo da unten drin steht auch, dass der Kunde eigentlich sehr, sehr unzufrieden ist und sich letztendlich beschwert. Ganz klassische Beschwerde. Heute machen das vielleicht viele nicht über den Geschäftsbrief, das ist ihnen eigentlich viel zu aufwendig, eventuell muss ich ja auch gar keinen Brief einreichen, habe nur eine Beschwerde, dann müsste ich extra einen Brief aufsetzen, das in den Umschlag stecken, Briefmarke drauf, abschicken, sehr viel Aufwand, das hemmt natürlich irgendwie, sich überhaupt zu beschweren, aber es gibt ja die E-Mail, nur deutlich einfacher, zu Hause einfach dann auf dem Sofa mal den Frust loswerden, eine entsprechende E-Mail an das Unternehmen schicken, auch hier letztendlich ein entsprechender Beschwerdecharakter. Kann man alles noch handeln, weil wir hier eine 1-zu-1-Kommunikation mit dem Kunden haben. Wir können ihn dann kontaktieren und auf seine Beschwerde eingehen.
Wesentlich kritischer wird das Ganze in dem Bereich der sozialen Medien. Was machen wir denn, wenn so ein Kunde sich wirklich auf der Facebook-Seite über einen öffentlichen Post beschwert? Dann habe ich nicht nur diesen einen unzufriedenen Kunden, ich habe alle anderen Kunden, die diesen Beschwerde auch lesen, diese sogenannten Shitstorms, die sich da auch gerne entwickeln. Das heißt, in diesem Fall ist es unheimlich wichtig, sehr schnell auf diese Beschwerde einzugehen. Das heißt, in vielen Unternehmen gibt es heute wirklich Stellen von Personen, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer die sozialen wirklich manuell zu überwachen, wirklich zu gucken, was kommt da rein und wenn da was Kritisches reinkommt, eine entsprechende Beschwerde, entsprechend darauf zu reagieren. Das heißt, eine Gegendarstellung zu schicken, irgendwie einen Kommentar zu schicken, den Kunden zu beschwichtigen, ihn sozusagen an die Hand zu nehmen. Relativ teuer, dass jemand den ganzen Tag das manuell beobachten muss. Auch hier können natürlich intelligente Input-Management-Systeme helfen. Das heißt, ich kann diese Posts natürlich automatisiert bearbeiten und letztendlich automatisiert rausfinden, dass sich hier jemand beschwert und dann wirklich sehr, sehr zeitnah auf diese Beschwerde reagieren und so einfach verhindern, dass sich hier sozusagen größeres Unheil bei einer größeren Anzahl von Kunden vorankommt letztendlich. Wie kann man das Ganze realisieren? Oder erst nochmal Motivation. Wenn ich natürlich hier schnell reagiere, wenn ich das früher erkennen kann, auf den Kunden eingehe, habe ich natürlich am Schluss zufriedene Kunden. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, wenn ein Kunde sich beschwert hat und nimmt seine Beschwerde ernst, man reagiert sehr schnell, gibt ihm eine entsprechende Rückmeldung, wie man ihm helfen kann, dann ist dieser Kunde später ein zufriedenerer Kunde, als das zuvor war. Das heißt, wirklich Beschwerdemanagement kann wirklich helfen, massiv die Kundenbindung zu stärken an dieser Stelle. Was kann man hier machen oder was sollte man machen? Letztendlich eben diese sozialen Medien automatisch überwachen mit den entsprechenden Systemen, entsprechende Posts automatisch zu importieren in Dokumentanalysesysteme, dort automatisch zu analysieren, ist es eine Beschwerde, ja oder nein? Und dann gegebenenfalls auch entsprechende Response-Funktionen bereitzustellen, dass ich eben auch in diesen sozialen Medien sehr zeitnah reagieren kann, um hier das Schlimmste zu verhindern, sage ich mal. Weiteres Thema, mobile Endgeräte. Hier vorne auch schon alles elektronisch, hier natürlich auch elektronisch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat die letzten Jahre mal ein Rock- oder Popkonzert besucht? Wenn ja, haben Sie vielleicht diese Situation erlebt. Das heißt, heute, statt wo früher Feuerzeuge hochgehalten wurden, werden heute die Smartphones hochgehalten und einfach mit dem leuchtenden Display gezeigt. Ob man diese Entwicklung jetzt positiv oder negativ sieht, überlasse ich Ihnen. Aber was das Bild auf jeden Fall zeigt, diese mobilen Endgeräte hat man heute immer bei sich. Eigentlich bei jeder Gelegenheit, den ganzen Tag trägt man diese Geräte bei sich. Das ist aber das eine, einfach die große Verbreitung der Geräte. Es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn man diese Geräte vergleicht, die man heute erwerben kann mit dem Status von vor 2-3 Jahren, oder sagen wir mal 4-5 Jahren, was so ein Smartphone heute kann, ist eigentlich das Bundle, wo man hier vor 5 Jahren noch alle diese Einzelgeräte gebraucht hat. Das heißt, ich kann mit den Dingern heute filmen, wo ich früher wirklich sehr große Camcorder gebraucht habe. Natürlich kann ich mit dem Ding auch telefonieren, so nebenbei. Ich kann damit Musik abspielen, das hier ist ein MP3-Player. Ich habe entsprechende Speicherkapazitäten drauf, auch deutlich mehr wie auf dieser SD-Karte hier. Das geht heute in die 64, 128 Gigabyte. Ich habe Bluetooth-Verbindungen etc. Das heißt, ich habe hier eine unheimliche Funktionalität in den Geräten, die ich natürlich nutzen kann. Und letztendlich die Geräte auch zweckentfremdet nutzen kann. Ein Feuerzeug ist hier jetzt zum Beispiel in dem Beispiel gar nicht mit aufgezeigt. Trotzdem im Konzertkontext wurde es da missbraucht. Man kann das Gerät aber auch noch für andere Dinge missbrauchen. Da würde ich vielleicht mal noch so eine kurze Frage in die Runde. Wer von Ihnen hat ein Smartphone? Einfach Handzeichen mal. Gut, Sie merken schon, eher eine rhetorische Frage, also alles andere nahe 100% wäre jetzt hier überraschend gewesen. Aber ein bisschen ernst gemeintere Frage, wer von Ihnen nutzt heute dieses Smartphone, das Sie offensichtlich alle haben, für Dokumente abzufotografieren, entsprechend elektronisch zu verwalten, also letztendlich das Smartphone als Scanner? Auch nochmal Handzeichen. Ne? Okay, schon deutlich, deutlich weniger Leute. Ich würde mal prophezeien, dass in 2 Jahren die Hände hier deutlich mehr oben sind. Das heißt, dann ist es eigentlich auch ganz natürlich, das Smartphone letztendlich als mobilen Scanner zu verwenden. Denn, ich habe vorhin gesagt, diese neuen Kommunikationskanäle sind eigentlich alle rein elektronisch. Das stimmt so leider nicht so ganz, weil die Kunden haben immer noch relativ viele Dokumente, die sie in Papierform haben. Das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Seien es medizinische Leistungsbelege, seien es, wir haben eben auch schon Ausweise was gehört, Versicherungsanträge, wo eine entsprechende Unterschrift benötigt wird, etc. Alles Dokumente, wo heute sich der Kunde irgendwie darum kümmern muss, dass diese Dokumente zu einem entsprechenden Unternehmen, zum Arbeitgeber, zu einer Behörde kommen.
Was wird er typischerweise machen? Er wird sich einen Briefumschlag suchen, irgendwo gucken, wo er noch eine Briefmarke herbekommt, das Ganze draufkleben und dann mal suchen, wo der nächste Briefkasten überhaupt ist. Das wird immer schwieriger, weil die Post dabei ist, da auch immer weiter abzubauen. Das wird gar nicht mehr so einfach sein, das zu realisieren. Jetzt haben wir aber eben gesehen, jeder hat Smartphones. Wir haben auch gesehen, diese Dinge haben eine massive Funktionalität heute. Wieso nicht einfach dieses Gerät nutzen, um letztendlich diese Dokumente kamerabasiert zu erfassen, letztendlich abzufotografieren? Wenn ich dann mal so ein Dokumentbild hier auf diesem mobilen Device habe, ist es natürlich ein leichtes, das über die entsprechenden Funkverbindungen auch elektronisch zu übermitteln und auf diesem Weg zu dem entsprechenden Empfänger zu bringen. Das heißt, in diesem Falle einfach der Ersatz des klassischen Postweges durch das Smartphone. Man kann aber hier noch weitere Vorteile ausspielen. Wenn jetzt so ein Kunde eine entsprechende App dafür natürlich auf seinem Gerät hat, dann habe ich einen sehr guten Zugriff auf diesen Kunden. Ich kann ihn eigentlich immer direkt erreichen. Das heißt, ich kann letztendlich auch hier einen entsprechenden Rückkanal etablieren und dem Kunden Rückmeldungen zu dem Dokument geben. Das heißt, die Dokumente, die er einreicht, triggern ja in der Regel immer irgendeinen Geschäftsprozess. Und der Kunde will eventuell wissen, was ist der Status dieses Geschäftsprozesses. Er will erstmal eine Eingangsbestätigung haben. Er will später wissen, wann, sagen wir in einem Schadensfall, wann kann ich denn mit der Überweisung des Geldes rechnen. Für diejenigen unter Ihnen, die auf dem Smartphone solche Logistik-Apps von DHL zum Beispiel nutzen, die kennen das, da kann ich immer genau nachverfolgen, wo aktuell mein Paket ist. Dasselbe will ich eigentlich hier haben. Ich will immer wissen, wo ist denn eigentlich mein Dokument, mein Geschäftsverfall in diesem Verarbeitungsprozess. Und auch das kann ich eben mit so einer entsprechenden App realisieren. Was muss ich dafür an Funktionalitäten bereitstellen? Natürlich spielt da je nachdem, was ich für Dokumente übertrage, Datenschutz immer eine wichtige Rolle. Das heißt, ich muss mich in der Regel irgendwo auf so einem Gerät registrieren, einmalig, dass letztendlich der Empfänger auch weiß, von wem er da Dokumente bekommt. Letztendlich mit der Registrierung kriege ich auch Login-Daten, mit denen ich mich dann letztendlich in der App einloggen kann, um letztendlich die App freizuschalten. Das heißt, wenn die App nicht auf dem Gerät aktiviert ist, wäre da alles, was da drin ist, verschlüsselt. Das heißt, wenn das Smartphone in die falschen Hände gerät, kann keiner mit diesen Daten was anfangen, weil sie letztendlich verschlüsselt sind. Wenn ich mich dann mal eingeloggt habe, ich habe jetzt eben gesagt, gut, die Handys sind so toll, die Smartphones haben so tolle Kameras, die haben heute so tolle Prozessoren, ist ja ein toller Scanner. Letztendlich ist es aber leider noch kein Scanner. Es ist wirklich eine Zweckentfremdung eigentlich des Smartphones als Scanner. Denn wenn ich die Kamera nutze, um so ein Dokument zu erfassen, kann ich als Benutzer auch beliebig viel verkehrt machen. Da kann die Beleuchtung falsch sein, dass ich Schatten drin habe oder das ganze Bild zu dunkel ist. Ich kann vielleicht Teile des Dokuments abschneiden, dass gar nicht alles auf dem Dokument zu sehen ist. Ich kann vielleicht ein Dokument, wenn hier jetzt so ein DIN A4-Blatt liegen würde, aus dieser Höhe aufnehmen. Dann ist letztendlich im Kamerabild das Dokument wie so eine Briefmarke groß. Dann reicht die Auflösung der Kamera definitiv nicht aus, um die Inhalte des Dokuments auszulesen. Ich kann eine perspektivische Verzerrung reinbringen, wenn ich von der Seite fotografiere. Und ich kann, last but not least, das Ganze natürlich massiv verwackeln, sodass ich auch am Schluss nichts lesen kann. Das heißt, um mit so einem Device wirklich brauchbare Dokument-Images zu generieren, die ich auch in entsprechenden Dokumentanalysesystemen automatisch verarbeiten kann, muss ich den Benutzer während dieser Aufnahme führen, unterstützen. Ich muss ihm eben bieten, dass letztendlich der Hintergrund hier so ein bisschen zu sehen, das ist der Tisch, der außenrum noch mit drauf ist, der wird automatisch weggeschnitten. Das heißt, die App kennt selbstständig die Umrisse des Dokumentes. Die App kann auch selbst entscheiden, wenn praktisch das Smartphone richtig ausgerichtet ist. Das heißt, ich habe keine Perspektive, ich bin nah genug an dem Dokument dran, dann wird die App auch automatisch die Kamera auslösen. Das heißt, ich muss mich gar nicht als Benutzer entscheiden, wann kriege ich jetzt das gute Bild. Das macht letztendlich die App durch intelligente Bildverarbeitungsalgorithmen, die heute zum Glück aufgrund dieser Rechenleistung, die diese Geräte bieten, auf diesen Geräten lauffähig sind. Last but not least, wenn jetzt das wirklich Ganze verwackelt ist, und das kann man heute einfach noch nicht verhindern, wenn der Benutzer in dem Moment, wo die Kamera auslöst, halt wirklich eine massive Bewegung macht, wird das Bild verwackelt sein, brauche ich halt irgendwo eine Qualitätssicherung, dass nochmal ein Algorithmus drüber geht, dieses Bild beurteilt, automatisch erkennt, dass es komplett verwackelt und dem Benutzer den Hinweis gibt, bitte mach dieses Foto nochmal, das ist so nicht zu gebrauchen. Letztendlich eben alles Maßnahmen, um zu garantieren, dass dann ein Dokument-Image entsteht, was ich wirklich verschicken kann, wo der Empfänger auch was mit anfangen kann. Wenn ich das habe, ist es natürlich ein einfaches, das Ganze einfach elektronisch zu verschicken über einen entsprechenden Menüpunkt. Das Ganze geht natürlich auch für mehrseitige Dokumente, dann muss ich halt jede Seite auf diesem Weg erfassen. Und ich hatte vorhin darüber gesprochen, ich will ja eigentlich so automatische Empfangsbestätigungen haben, ich will solche Statusmeldungen bekommen, die will der Benutzer natürlich in dieser App irgendwo verwalten. Er will sehen, welche Dokumente hat er erfasst, welche hat er abgeschickt, in welchem Status sind diese Dokumente. Dazu müssen natürlich entsprechend auch Funktionalitäten auf so einer App verfügbar sein, wo ich einfach die Historie des Dokumentes hier so ein bisschen angedeutet eben nachvollziehen kann, wann ist dieses Dokument in welchen Arbeitsschritt gekommen.
Ich habe es jetzt hier gezeigt für das Smartphone. Wir haben auch bisher nur von Smartphones gesprochen. Dasselbe gilt natürlich auch für Tablets. Heute hat man in der Regel mehrere mobile Devices. Unterwegs bin ich mit dem Smartphone, bin ich Smartphone-Nutzer. Zu Hause auf der Couch bin ich vielleicht eher Tablet-Nutzer. So ein Device sollte oder diese Funktionalität sollte natürlich genauso gut auch auf Tablets verfügbar sein. Dann im mobilen Markt habe ich natürlich mit verschiedenen Betriebssystemen zu kämpfen, sage ich mal auch, weil letztendlich muss ich für jedes Betriebssystem die App noch mal mehr oder weniger neu entwickeln. Wenn ich sowas heute an den Markt bringen will, muss ich eigentlich iOS und Android ist ein Muss abzudecken. Windows Phone muss man dann gucken. Von der Marktabdeckung lohnt sich das heute natürlich in den meisten Fällen noch nicht wirklich. Ja, das bringt mich zum mehr oder mehr zu der Zusammenfassung. Wir haben gesehen, neue Eingangskanäle, entsprechende Herausforderungen mit diesen neuen Eingangskanälen. Was bedeutet das für das Input-Management letztendlich? Ich brauche letztendlich so ein intelligentes Multikanal-Management. Das heißt, wenn das die Situation früher von so einem Input-Management-System war, das heißt, ich habe hier vorne einfach die typischen Eingangskanäle, die klassischen, der Scan, also der Geschäftsbrief, den ich zuerst scanne, der dann in das Input-Management-System reinläuft. Ich habe eventuell das Fax, wo es direkt rein. Im Input-Management-System wird automatisch klassifiziert, um was geht es hier. Die relevanten Daten werden extrahiert, gegebenenfalls in der manuellen Nachbearbeitung nochmal korrigiert und letztendlich in die entsprechenden Fachanwendungen Archive weitergereicht. Das reicht heute für das Input-Management nicht mehr aus. Wir haben gesehen, man muss eigentlich alle Eingangskanäle einbinden, das heißt auch diese neuen E-Mail, Webportale, soziale Medien, die mobilen Endgeräte müssen eigentlich alle über letztendlich eine Plattform eingebunden werden ins Input-Management und die Analysefunktion hier muss ich natürlich genauso auf diese Eingänge auch anwenden können. Auch wenn ich hier durchaus neue Herausforderungen habe, gerade im E-Mail-Bereich eben deutlich andere Kommunikation wie in einem Geschäftsbrief. Und wir haben es gesehen, für die E-Mail reicht es auch nicht mehr aus, das Ganze nur noch zu analysieren und an eine Fachanwendung weiterzugeben. Letztendlich will ich hier auch einen entsprechenden Bearbeitungsprozess unterstützen, was wir vorhin in der E-Mail-Verarbeitung gesehen haben. Ich möchte eben die E-Mail an die richtige Stelle leiten. Ich möchte die Bearbeitung der E-Mail unterstützen mit den Ergebnissen aus der automatischen Analyse und letztendlich auch die Beantwortung dieser E-Mail mit diesen Ergebnissen unterstützen, um hier möglichst effizient, auch möglichst schnell dem Kunden eine entsprechende Rückmeldung geben zu können. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dr. Stahl, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich muss mich sputen, auch Sie sind sehr, sehr gut in der Zeit. Ja? Sie liefern sich am Kopf rein mit dem Vorredner. Gibt es denn Fragen aus dem Auditorium? Also ich hätte ein paar Fragen. Ganz spannend, ja? Richtung Ausblick. Welcher Eingangskanal wird sich Ihrer Sicht in der Zukunft durchsetzen? Ich glaube, dass sich keiner, gehen wir gerade nochmal die Folie zurück, ich glaube, dass keiner dieser Eingangskanäle sich letztendlich durchsetzen wird. Wir werden ja für absehbare Zeit hier immer eine Mischung der Eingangskanäle sehen. Jeder Kunde wird für sich selber wählen wollen, welchen Eingangskanal er nutzt, ob er lieber den mobilen Kanal nutzt, ob er lieber die E-Mail nutzt. Und ich bin auch der Meinung, das wird nicht ein Kunde wird nur die E-Mail nutzen. Der Kunde wird immer situationsabhängig, zeitabhängig die verschiedenen Eingangskanäle nutzen. Und letztendlich wird er auch über diese Eingangskanäle die entsprechenden Antworten erwarten. Das heißt hier zu der Frage ganz klar, ich sehe nicht, dass einer dieser Kanäle sich durchsetzen wird. Wir werden auf absehbare Zeit immer diese Mischung der Kanäle sehen und wir werden aus Kundenservice-Sicht, Kundenbindungssicht nicht daran vorbeikommen, alle Kanäle entsprechend zu unterstützen. Ich hätte noch eine zweite Frage. Sie haben ja auch schön geschildert, wie ich mein Smartphone nicht nur für Telefonie, für E-Mail nutzen kann, sondern als mobilen Scanner benutzen kann. Was sind aus Ihrer Sicht dabei die typischen Capturing-Herausforderungen beim Nutzen eines Smartphones als Scanner? Gut, ich sehe heute vor allem die Gefahr, es sind natürlich noch viele mobile Endgeräte im Umlauf auf dem Markt, die sich für so eine Kamerafassung einfach von den Hardware-Anforderungen noch nicht eignen. Wenn ich da eine 3-Megapixel-Kamera drin habe, wird es keinen Sinn machen, da entsprechende Dokumente mit relativ kleinen Fonts zu erfassen. Ich werde die danach nicht verarbeiten können. Das heißt, wir sind heute im Smartphone-Bereich wirklich noch in einer Situation, wo sicherlich nur die High-End-Geräte für diese Anwendung geeignet sind. Aber hier sehe ich natürlich ganz klar, die Zukunft spielt uns hier entgegen. Man sieht ja mehr oder weniger fast monatlich, halbjährlich, wie sich die Leistungsfähigkeit dieser Geräte steigert. Es ist jetzt gerade das neue iPhone 6 rausgekommen. Die neuen Geräte haben Bildstabilisatoren drin. Die Kameras werden immer besser, wesentlich lichtstärkere Chips letztendlich, sodass ich auch unter schlechten Beleuchtungsbedingungen da wirklich noch sinnvolle Fotos von Dokumenten machen kann. Also da muss ich ganz klar sagen, die Zeit spielt uns entgegen. Ich denke, in 2 Jahren ist dann die Marktdurchdringung im Smartphone-Bereich auch so, dass ich eigentlich fast jedes dieser Devices für diese Anwendungen wirklich nutzen kann. Herr Dr. Stahl, vielen Dank.